Einen wunderschönen, meine Stimme versagt langsam. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und wir wollen den Hardware-Check machen von der Dogging Station von Auke. Okay. Ich lege mal den Kabel hier hinten lang, weil mein USB-Anschluss ist hier hinten. So, ich werde auch an 3.0 Anschluss anschließen. So, die Treiber werden gesucht. Ach, Mensch. So, er hat jetzt gefunden, USB-Massenspeichergerät und Genec USB, HDD USB Drive. So, jetzt werde ich das mal hier runter machen. Ach, E-Mails habe ich auch schon wieder. So, ich komme gar nicht da immer zu schnell, so das alle zu beantworten. So, und jetzt machen wir das einfach mal auf. So, machen wir hier oben hin. Nee, machen wir hier hin. So. So. Ziehen wir mal schön groß. So. Und jetzt habe ich auf meinem Desktop eigentlich mal den Arbeitsplatz eröffnet. Beziehungsweise Computer, dass ihr das mal so seht. So, seht ihr ja relativ. Hier ist einmal C-System. Volumen D ist eine 500 GB Festplatte. Dann habe ich mein DVD-Laufwerk. Steht zwar CD da, ist aber DVD. Und einmal Wiedergabe F. Das ist der Kartenleser. Jetzt werden wir einfach mal, ich werde dafür mal rauszoomen wieder. So, jetzt nehme ich mir einfach mal diese Festplatte und stecke sie an die Dogging Station. Ich muss mir erstmal daran gewöhnen, wie das kommt. Kleben immer nach hinten, okay. So, und stecke die jetzt einfach mal hier ran. Ich habe hier schon ein Geräusch gehört und hier wird eine Festplatte installiert. USB ist installiert. So, und jetzt leuchtet das Licht hier nicht mehr lila, sondern, wenn ihr seht, blau. So, jetzt machen wir mal hier aktualisieren. Kann ich nicht drauf zugreifen? Warum kann ich nicht drauf zugreifen? Ach, die hat bestimmt ein komisches Format. So, Systemsteuerung. Dann kann ich euch das nämlich auch gleich mal zeigen. System. Verwaltung. Computerverwaltung. So. Schieben wir auch mal hier rüber. Datenträgerverwaltung. So. Und jetzt hat er mir gesagt, Datenträger 2. So. Ich werde das mal hier beiseite schieben. So. Okay. Boot. Master Boot. Was will der? Okay, Masterboot. Cool. So. Und jetzt, wo haben wir da? Da haben wir Datenträger 2. Das sind 74,53 GB. Wartet mal, ich zoome mal ran, dass ihr das seht. So. Ein bisschen. So. Ja, noch ein bisschen ranzoomen. So, da seht ihr das vielleicht. Und so, jetzt können wir mal ein bisschen rauszoomen. So, der ist jetzt nicht zugewiesen, also ein Format, was er nicht lesen kann. Ich nehme an, das ist von meinem besten Freund aus der PS3. 60 GB Festplatte, aber es sind 74,53. Rechtsklick, neues einfaches Volumen, weiter. Wir lassen alles so drinne. Wir nehmen da mal Laufwerksbuchstaben U. Weiter.
NTFS, so weiter. Und jetzt wird es formatiert. Jetzt blinkt die Lampe. Ich werde das mal so machen, dass ihr das vielleicht seht. Sie wechselt sich immer ab zwischen Blau und Violett, während sie formatiert. Und schon ist es formatiert. Ich werde das mal nach unten packen und die anderen Felder schließen. Und schon haben wir hier, oh, die taucht sogar hier oben auf, ein erweitertes Medium Volume U. Wir können da auch zugreifen. So, sie ist aber leer. So. Einfach rausziehen, hat geklappt. So, dann haben wir hier nochmal eine 500 GB. Das müsste natürlich die aus meiner PlayStation 3 sein. Die dürfte er rein theoretisch jetzt auch nicht erkennen. So, hat er da schon erkannt, dass die Festplatte da ist. Und jetzt müsste er mir hier natürlich ansagen, dass diese Festplatte nicht verfügbar ist. Sie ist in einem unbekannten, ja, unbekannten Format. Ich drücke wieder Doppelklick. Ein einfaches Volumen will er gar nicht machen. Warum nicht? Ist da alles drin? Eigenschaften. So, will er nicht. Kann natürlich hier damit zu tun haben. Mein PC spinnt manchmal etwas rum. Ne, will er nicht. Nervt mich gerade. Ich mache nochmal USB ab. Und mache USB nochmal dran. Und da ist er wieder. Aber ich kann kein Pfad. Warum kann ich da kein Pfad? Stehe ich jetzt nicht, aber der wird schon recht haben. Dafür habe ich ja hier noch ein extra Programm, um mir meine alte PlayStation Festplatte wieder fügig zu machen. So, jetzt habe ich hier noch eine Hitachi. Oder Hitachi. Jetzt gucken wir mal da, ob wir da drauf zugreifen können. Ich stecke sie ganz normal ein. Der Treiber wird installiert. Der Treiber ist installiert. So, oh, da sagt er mir so, ja, dass das zwei Partitionen sind. Ach, das ist meine alte auf meinem alten Laptop, wo der Blitz drin ist. Da haben wir ja einmal Acer-Festplatte mit 70 GB und dann haben wir noch eine Sicherungsfestplatte. Ah, da sind zwei Bilder drauf. Oh, ist ja geil. Ich habe gedacht, die sind weg. Meine Tochter. Geil. Also das ist geil. Da kann ich die gleich sichern. Und das Bild, das habe ich auch mal gefunden. Das finde ich so mega geil. So geil ist das. So. Ja, ist ja geil. Meine Katze habe ich auch gefunden. Meine Verstorbene, coole Sache. Ich habe gedacht, die Daten habe ich verloren. Nein, ich habe sie nicht verloren. Sie sind noch alle da. Programme habe ich hier auch noch drauf. Ist ja echt genial. So, und dann haben wir natürlich diese Acer-Partition. Diese Festplatte werde ich, müsst ihr mir nachsehen, jetzt nicht formatieren mit euch zusammen. Weil da habe ich gerade gesehen, da sind noch wichtige Daten drauf. Und vor allen Dingen die Fotos von meiner Tochter und so, die möchte ich natürlich nicht löschen. Die werde ich mir erstmal sichern und dann werde ich sie die Partition löschen. Und das geht alles über Windows, ist kein Problem. Und werde die dann formatieren. So, dann haben wir hier noch die Acer-Partition. Die sieht jetzt natürlich etwas anders aus, als ihr es eben gesehen habt. Ich lasse ihn erstmal arbeiten. Wir haben hier unten gleich Textdateien, hier ist nämlich die Bootdatei und so weiter alles mit bei. Wir haben hier einen Windows-Ordner. Oh, 111, der ist auch noch da. Mein alter Root-Ordner, wo ich mein S3 das erste Mal damit geroutet habe. Ist ja geil. Was man so alles wiederfindet. Neuer Ordner, da ist auch noch mal, da sind die Exploits und so weiter alle drin. Ist ja genial. Super One Click.
Das war damals die erste Möglichkeit zum Routen und ging total schnell. Nochmal Super One-Click. So, dann haben wir hier noch Windows-Ordner. Da haben wir 235. Ist auch nochmal Super One-Click. Na, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit dem Routen. Hier haben wir noch einen Acer-Ordner. Da sind Power-Optionen und so. Da sind die ganzen Acer-Optionen gespeichert. Na, so sieht das halt aus. Und dann haben wir hier Windows. Und hier haben wir natürlich die ganzen Windows-Dateien drin mit Sprache und Pipapo und hast du nicht gesehen. Und wir haben natürlich auch Benutzer. Und wir haben einmal Daniel, was ich bin. Meinem alten Laptop habe ich mich noch benannt, wie ich richtig heiße. Jetzt steht immer Odin da, weil ja, ich bin nun mal Odin und stehe dazu. Und ich mag den Namen sowieso. Also, fortsetzen. So, da hat er jetzt natürlich ein bisschen was zu tun. Und wir gucken mal bei eigene Bilder, was ich da habe. Da habe ich nur Beispielbilder drin. Dokumente. LG. Ach. Fotos. Nicht. Musik. Habe ich Musik noch drin? Auch nicht. Okay. Eigene Videos ist auch nicht. Ist ja gar nicht drin. Musik. Ist ohne Beispielmusik. Öffentlich. Bilder. Ne, ist ja nicht da. Ist ja langweilig. Ist ja doof. Ich dachte, man findet noch was, aber man findet nichts. Oder hatte ich den da kurz davor platt gemacht? Ich glaube, ich hatte ihn davor platt gemacht, damit das funktioniert. Ja. Und das war eigentlich auch schon. Wir haben hier noch. Mehr kann ich da jetzt euch auch leider nicht zu sagen. Audio. Setup. Layout. Was haben wir denn hier noch? Bits. Bootlogo 64. Aha. Oh, das ist das alles von Windows noch. So. Diese könnte ich natürlich jetzt komplett löschen. Die können wir auch machen, kann ich euch zeigen. So, wir sagen einfach, weil da ist eine Strichwichtigkeit mit bei. Hat ja sowieso alles auf die andere Partition geschoben. Formatieren und sagen hier natürlich NTFS. So, hier sagen wir Standardgröße. Schnell formatieren und sagen Start. Ihr warnt da mich natürlich vor, wird alle gelöscht. Jetzt fängt er an zu arbeiten. Die Lampe leuchtet natürlich hier wieder. Oh, seht ihr nicht. Ja, jetzt so blau-lila. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein Feld, was sagt Formation abgeschlossen. Schließen und wir haben hier wieder 70 GB zur Verfügung und über die Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung können wir diese beiden Festplatten, also was eigentlich eine ist, die Partition löschen und dann werden aus zwei wieder eine und dann haben wir halt zwei, werde ich auch machen, aber erstmal werde ich mir meine Fotos sichern und gucken, was da noch wichtig drauf ist an Dokumenten und so. So. Werden wir mal rausmachen. So. Wie ihr seht, ist das natürlich eine wirklich gute Möglichkeit, wenn ihr... Opala, Entschuldigung Leute, ich randaliere hier gerade rum. So. Wie ihr seht, ist das natürlich eine geile Möglichkeit, seine Festplatten zu verwalten. Ohne jedes Mal ein externes Gehäuse zu kaufen oder in externes Gehäuse einzubauen. Hier braucht man sie nur ganz normal hinstellen, macht sich besser. Ganz normal einschieben, ist so fest drin. Da gibt es keine Probleme. Also von daher, wenn ihr viel mit dem PC macht oder viele Festplatten habt oder von einer PC-Festplatte zur anderen kopieren wollt, weil der PC Schrott ist, aber ihr wollt die wichtigen Daten retten. Damit geht es.
Einfach, ihr braucht die Festplatte dann nirgendwo einbauen, einfach anschließen, bumm, fertig. Zusätzlich könnt ihr dann, das werde ich jetzt machen, wenn ich die 500 GB Platte platt gemacht habe und diese platt gemacht habe und die 60 GB natürlich, werde ich dieses Gerät in der Zeit, wo ich es nicht brauche, an meinen Receiver anschließen. Der hat eine Aufnahmefunktion und da kann ich dann einfach sagen, so, ich mache die jetzt hier rein und habe eine Festplatte zum Aufnehmen. Kommt auch kein Staub drin, ist alles dicht. Habe eine Festplatte zum Aufnehmen. Dann sagt er mir natürlich, ey, Festplatte ist voll. Ich will aber natürlich noch nicht löschen, weil ich noch nicht durchgesehen habe, ob da, ob also meine Serien, die ich während der Woche aufgenommen habe, weil ich während der Woche nicht dazu komme, weil mit meiner Tochter beim Judo oder was weiß ich, da kann ich One Piece nicht gucken. Also nehme ich auf. Und ich bin dann halt mal dazu nicht gekommen, das zu gucken, die Woche über, weil abends dann irgendein Video gemacht oder bei Zeiten ins Bett oder was weiß ich. Und die Festplatte ist voll. Ist aber erst Donnerstag. Mike einfach zack, die Festplatte weg. So, die Festplatte rein. Und ich habe wieder neue Kapazität zur Verfügung zum Aufnehmen. Ich brauche nicht mein Aufnahmeprogramm ändern. Also im Receiver oder sonst irgendwas dergleichen. Ich lasse alles so, wie es ist. Der Aufnahmepfad bleibt ja alles dasselbe. Und wenn die voll ist, kann ich die auch wieder austauschen. Beziehungsweise, wenn ein Wochenende ist und die Kleine abends im Bett ist und ich endlich mal entspannen kann, ein bisschen Ruhe habe, sage ich, Mensch, ich wollte ja One Piece gucken, nehme ich die andere Festplatte wieder. So, schließe die an, kann One Piece gucken. Kann es gleichzeitig löschen, die Festplatte ist dann wieder leer oder ich behalte es, weil mir da vielleicht eine Folge gut gefällt oder weil ich da aus einer Folge was ausschneiden will oder sonst irgendwas dergleichen, irgendeine Lieblingsszene oder so. Einfach dann raus, dann machen wir die rein, gucken hiermit weiter und wenn wir da auch wieder alle gelöscht haben, haben wir die natürlich auch wieder für die Aufnahme oder Aufnahmen zur Verfügung. Ist an sich eine geile Lösung. Vor allen Dingen, dieses Teil kostet, wenn ich mich richtig erinnere, €25, €29, €39 irgendwas in dem Dreh. Ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe es nicht, den Preis leider nicht im Kopf. Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da natürlich ein so ein Teil holt und natürlich dann die Festplatten immer tauschen könnt, ist natürlich besser wie ein externes Gehäuse, wo man die einbaut, dann ist die da drinnen, man schließt sie an und was macht man mit den anderen? Man kauft nochmal extra Gehäuse. Oder man muss halt jedes Mal aufschrauben und so und dann die nudeln die Schrauben aus oder was weiß ich. Da macht sich dieses natürlich ideal, vor allen Dingen die Dogging Station, die steht richtig schön stabil und fest. Selbst die Festplatten sind, ja, ich habe die Kabel, habe ich euch gezeigt, aber hier auch die Festplatten sind stabil und fest drin, es kann nichts passieren, es wackelt auch nicht hin und her. Ihr habt gesehen, ich habe es benutzt, es funktioniert. Ich werde es jetzt auf jeden Fall weiter benutzen. Ich werde es an meinem, wie gesagt, an meinem Receiver anschließen. Erstmal werde ich jetzt aber mit der Dogging Station meine 500 GB Festplatte leer machen, also platt machen. Und ja, das war es jetzt auch erstmal. Bis jetzt finde ich die schon mal ganz schnucklig. Und vor allen Dingen, sie ist schwarz. Ich liebe schwarz. Ja, soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich werde die jetzt erstmal weiter testen, werde meine Festplatten noch weiter platt machen, werde die zwei Partitionen zu einer zusammenführen, werde die 500 GB Platte fest leer machen von der PlayStation und ja, dann verabschiede ich mich jetzt wirklich. Ahoi, sagt euer Odin.